mit den Fingern ins Ketchup und trotzdem ist die Familie begeistert. Die dreijährige Karina leidet an Epilepsie. Dass sie sich ruhig mit etwas beschäftigt und sei es, dass sie mit dem Essen spielt, ist die Ausnahme. Maya Lach hat 4 gesunde Kinder. Die Krankheit ihrer jüngsten Tochter sei darauf zurückzuführen, dass sie direkt nach der Geburt geimpft worden sei, sagt sie. Direkt nach der Spritze im Krankenhaus hätten Karinas epileptische Anfälle begonnen. Alle meine Kinder sind geimpft. Aber jetzt weiß ich, dass Impfungen schaden, dass sie jedem meiner Kinder geschadet haben. Erst bei der Erkrankung von Karina habe ich angefangen zu lesen. Ich wollte schlauer sein, wenn ich mit den Ärzten spreche. Es folgte eine Papierschlacht mit Gutachten und Gegengutachten. Ob die Pflichtimpfung wirklich an der Krankheit der Kleinen schuld ist, konnte nicht eindeutig geklärt werden. Ich werde nie mehr zulassen, dass Karina eine Spritze bekommt. Jetzt soll bitte keiner denken, dass ich Kinderkrankheiten auf die leichte Schulter nehme. Ich weiß, dass man sie ernst nehmen muss. Aber mir ist lieber, sie bekommt eine Kinderkrankheit, als dass wir so etwas noch einmal durchleben müssen. Wir sind auf der Fahrt nach Siedlce. Die Impfgegner in Polen findet man nicht in den großen Städten, sondern draußen auf dem Land. Das Gefühl, einem übermächtigen Gesundheitssystem ausgeliefert zu sein, hat hier zu einer kleinen Volksbewegung geführt, welche die Abschaffung der Pflichtimpfung gegen Kinderkrankheiten fordert. Stop Nop heißt die Initiative. Auf ihren Veranstaltungen trifft man vor allem Eltern mit schwerkranken Kindern, die, wie Karinas Mutter, denken, die Impfung sei an ihrem schweren Schicksal schuld. Und sie ist das Gesicht der Kampagne. Justina Socha hat es geschafft, aus Betroffenheit eine politische Bewegung zu formen. Masern, Mumps und Röteln seien lange nicht so schlimm wie der Bruch des Selbstbestimmungsrechts der Eltern. Die Eltern in Polen haben doch heutzutage Angst, noch ein Kind zu bekommen. Wir haben eine große Umfrage durchgeführt. Da haben 1500 Familien gesagt, sie wollen kein Kind mehr in die Welt setzen, weil es in Polen einen Zwang gibt, einen Impfzwang. Es gibt Polen, die deswegen aus dem Ausland nicht mehr zurückkommen, weil hier ihre Entscheidungen als Eltern nicht respektiert werden. In Polen sind in wenigen Tagen Kommunalwahlen. Besonders die regierende PiS-Partei umwirbt die Anti-Impfbewegung von Justina Socha heftig. Denn die Impfgegner werden dieses Mal in jedem Fall wählen gehen. Am 4. Oktober hat Socha ihren großen Auftritt im Sejm, im polnischen Parlament. 120.000 Unterschriften hat ihre Organisation gesammelt. Damit stellt sie nun einen Gesetzesantrag. Polen sei ein Zwangssystem. Angeblich werden in Polen Kinder von der Impfpflicht ausgenommen, wenn sie wirklich schwer krank sind. Meine Damen und Herren, in Polen ist es so, dass der einzige Grund, dass man ein Kind nicht impft, der Tod dieses Kindes ist. Die Bewegung und ihre Unterstützer haben mit dafür gesorgt, dass in Polen mittlerweile über 30.000 Kinder nicht geimpft sind. Eine Rekordrate in der EU. Privatpersonen rufen im Internet zu Ospa-Partys, also Windpocken-Partys, auf. Die Kinder sollen zusammenkommen, um von einem Windpockenkranken angesteckt zu werden. Wir suchen noch einen Virenspender, heißt es am Ende. Es klingt wie Satire. Bei ihr landen die schweren Fälle. Chefärztin Magdalena Maczynska ist Kinderärztin am Warschauer Krankenhaus für Infektionskrankheiten. Ein Kind zu impfen oder nicht, sei keine individuelle Entscheidung, sagt sie. Das habe Auswirkungen auf die Gesellschaft. In Polen könne man das bereits sehen. Wir bekommen immer mehr Masernfälle herein. Die Älteren werden sich noch erinnern, wie heftig die Krankheit ist. Aber es ist eben der Erfolg von Impfungen, dass man die Krankheiten jetzt nicht mehr kennt. Und weil man sie nicht kennt, sieht man auch keinen Grund zu impfen. Masern aber können zu einer schlimmen Gehirnhautentzündung führen, die zu 70% tödlich ist. In Polens Hauptstadt schlägt das Pendel daher in die andere Richtung aus. Die Mütter sind von den steigenden Ansteckungskrankheiten alarmiert. Gegen das geplante Gesetz formiert sich Widerstand. Was soll das? Geimpfte Kinder schützen andere Kinder, die nicht geimpft sind, vor Krankheiten.
Ich bin weiter dafür, dass es Pflichtimpfungen gibt. Sonst werden die Kinder krank, weil sie sich von den Nichtgeimpften anstecken lassen. Wenn dieses Gesetz verabschiedet wird, dann werden wir wieder in ein irrationales Zeitalter zurückkehren. Das wirft uns etwa 300 Jahre zurück. Trotzdem hofft Maja Lach, wie viele im ländlichen Polen, immer noch, dass die Zwangsimpfung gesetzlich verboten wird. Ein Schicksal wie das ihrer Tochter Karina könne man nicht ignorieren. Und natürlich auch nicht die Stärke der Anti-Impf-Bewegung. Wir haben als Stopnow doch schon tolle Arbeit geleistet. Wir sind 20.000 Menschen. Das ist keine Handvoll Verrückter oder ein Haufen Idioten. Wir sind mächtig. Und sie werden uns zuhören müssen. Das Anti-Impf-Gesetz liegt vorerst in den Ausschüssen, bis nach der Kommunalwahl.